Es gibt so viele verschiedene Skimodelle und auch Skikategorien auf dem Markt. Doch welcher ist jetzt der richtige Ski für dich? Diese Frage möchte ich in diesem kurzen YouTube-Video beantworten. Zunächst einmal die Frage an euch. Mit welchem Ski seid ihr aktuell unterwegs und habt ihr eine gute Wahl getroffen? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich auf einen guten Austausch. Das Video hier hat nicht den Anspruch, euch auf ein spezielles Skimodell zu beraten, sondern eher auf eine Skikategorie. Und Exemplare der verschiedenen Kategorien habe ich jetzt hier auch neben mir aufgestellt. Und da werden wir dann gleich genau drauf eingehen. Zunächst einmal, mit welchen Faktoren gehen wir an die Fragestellung heran? Ein Faktor ist das Tempo. Möchtest du eher langsam als Einsteiger oder im Komfort-Skifahren unterwegs sein oder siehst du dich richtig mit Geschwindigkeit die Pisten herunterfahren? Zweitens die Schwungwahl, dein Lieblingsschwung. Möchtest du eher im Kurzschwung mit kurzen Radien den Berg hinab oder im langgezogenen Carving-Schwung mit hohen Geschwindigkeiten fahren? Und drittens das Thema Gelände. Bist du eher auf der Piste unterwegs oder dann doch eher im Tiefschnee oder eine Mischung davon? Auch das bildet sich in den Kategorien ab. Ein wichtiger Wert, den ihr jetzt hier auch sehr, sehr stark seht, wenn ihr genau darauf achtet, das ist die Mittelbreite. Und bei dieser Mittelbreite geht es um die Breite hier unter der Bindung, meistens sehr mittig gelegen. Dabei ist es so, dass pistenorientierte Ski, die ihr hier ganz links aufgestellt seht, eher eine geringere Mittelbreite haben. Damit ist es leichter, den Ski von der einen Kante auf die andere Kante zu bringen. Und der Ski hat dadurch weniger Auftrieb. Bedeutet, für das Tiefschneefahren sind diese Ski eher weniger gut geeignet. Und wenn wir dann die Mittelbreite hier nach oben ziehen, dann sehen wir hier zum Beispiel ganz rechts für euch einen Ski mit einer breiten Mittelbreite von eben 93 mm. Und die hat eben mehr Auftrieb im Tiefschnee und deswegen eignet sich dieser Ski zum Beispiel mehr für Off-Pist-Fahren. Jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Kategorien hier ein. Zunächst einmal starten wir mit der Kategorie der Race Carver. Wie der Name schon sagt, hier geht es um Geschwindigkeit und es geht um langgezogene Schwünge. Die Race Carver sind also nichts für Einsteiger, sondern eher für Könner und fortgeschrittene Fahrer, die wirklich auf Geschwindigkeit kommen wollen und dabei lange Schwünge fahren wollen. Den Ski kann man auch gut und gerne mal mit in den Kurzschwung nehmen, aber viel besser für den Kurzschwung ist der sogenannte Slalom Carver. Hier sehen wir einen Ski, der eben von der Länge her deutlich kürzer gewählt ist als der Race Carver und den kann man mitnehmen in diesen sportlichen, rhythmischen Kurzschwung. Der Slalom Carver ist auch eher für Könner und Experten geeignet. Er mag hohe Geschwindigkeiten und hohes Tempo und ist da auch eben sehr tempostabil. Für all diejenigen, die eher einen nicht so bockigen Ski suchen, denn diese beiden Skikategorien sind schwierig zu fahren, da muss man wirklich gut drüber stehen, dann ist zum Beispiel der Bereich der Allround Carver gut geeignet, insbesondere für Einsteiger beim Skifahren und für Fortgeschrittene. Darauf macht es das Skifahren etwas leichter, der Ski ist fehlerverzeihender, aber im hohen Tempo fängt es da leicht an zu flattern. So ist es nun mal, da muss man eben dann die Unterscheidungen treffen. Dann gehen wir weiter in den Bereich der Sport Carver. Diese Ski eignen sich besonders gut, wenn ihr vom Anfängerstadium hinein in den fortgeschrittenen Status, vielleicht auch dann eben in den Könnerstatus wachsen wollt. Sport Carver sind schon tempostabiler als die Allround Carver, aber eben noch nicht so bissig, wie es ein Race Carver und ein Slalom Carver ist. Der Sport Carver ist da von seiner Mittelbreite tendenziell noch auf der Piste unterwegs. Und wenn ihr euch dabei nicht so ganz entscheiden könnt, ob es auch mal der aufgeworfene Tiefschnee sein darf und ihr dabei mit einem Ski alles bewältigen wollt, dann ist ein sogenannter All-Mountain-Ski eine gute Wahl. Hier reden wir von sportlichen Skimodellen, die eben die Wahl zwischen Piste und Off-Piste sehr einfach machen. Mit dem Ski hat man die Möglichkeit, beides gut zu bewältigen. Doch natürlich gibt es für beide Bereiche, Off-Piste und eben Piste, auch spezielle Ski. Im Bereich der Piste haben wir das eben schon geklärt. Das sind die Skimodelle, die sich hier links befinden. Und jetzt kommt eben der Bereich der Off-Piste und da kann man immer noch breiter werden, als wir hier gerade haben. Wir haben hier zum Beispiel eine Mittelbreite von 93 mm für den sogenannten Freeride-Ski. Und dieser Ski eignet sich weniger auf der Piste, dafür aber sehr gut, wenn es mal richtig geschneit hat und ihr neben die Piste gehen wollt, denn da gibt euch dieser Ski ordentlich Auftrieb. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt. Wir haben hier
grundsätzlich über Unisex, aber manchmal eben auch über auf Herren ausgerichtete Ski geredet. Es gibt auch den speziellen Bereich der Damenski und hier habe ich einen All-Mountain-Damenski mitgebracht. Für die Damen ist es so, es gibt in den verschiedenen Kategorien, die ich genannt habe, auch speziell ausgerichtete Modelle, die auf die Anatomie und auch den Geschmack der Damen ausgerichtet ist. Da geht es tatsächlich auch viel um Farben und um Designs. Wenn ihr euch jetzt auf die verschiedenen Kategorien einordnen möchtet, dann kann ich euch den Skiberater von unserem Partner Snowhow empfehlen. Das ist eine Internetseite, da könnt ihr einfach die verschiedenen Regler und auch Fragen beantworten, um dann genaue Modelle und auch die Kategorie für euch herausgespuckt zu bekommen. Alles dazu ist unten in der Beschreibung verlinkt. Außerdem findet ihr dort auch verschiedene Skitest-Videos zu den Kategorien Race Carver bis hin zu All-Mountain-Ski und Freeride-Ski, wo ich euch genaue Modelle vorstelle. Ergänzend sei noch gesagt, dass es noch weitere, ich sag einmal, Special-Interest-Ski-Kategorien gibt. Das sind zum Beispiel die Freestyle-Ski, die Touren-Ski etc. Wir haben uns im heutigen Video auf die Alpin-Ski bezogen und ich hoffe, dass ich euch einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Kategorien geben konnte. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Skifahren und natürlich freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das ist genau hier eingeblendet. Bis dahin, ciao!